Mir ist nicht ganz klar, weshalb hier ein Auflösungsprozess im Stand, also im Gange ist. Wir haben hier die Demo bis 15 Uhr angemeldet. Und ich habe gehört von der Jenny, dass die Wiener, die Kernwiener, hier zu kurz gekommen seien. Ich möchte das aufklären. Ich hatte ein Programm veröffentlicht auf der Website querdenken-1.at, also für Wien. Das Programm steht jetzt noch online. Und aufgrund unserer Gäste aus Deutschland wurde um 2 in der Früh bei einer Unterredung, initiiert durch Alexander und Bodo Schiffmann, eben dieses Programm mit den Leuten, die jetzt nach Graz unterwegs sind, hineingezwickt. Gezwickt ist gut, es ist extrem lang jetzt gewesen. Also ich bitte all diejenigen, die hier in Wien zu den Kerngruppen gehören, das sind mehrere Organisationen, um Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt. Und wir haben jetzt die Situation, ich merke es, mir wurde es dann auch hier gesagt in der Regie unten, dass eben schon sehr viele gegangen sind. Ich hoffe nicht deshalb. Aber ich muss es annehmen, weil unser Programm bis 14 Uhr von vornherein angemeldet war und tatsächlich heute bis 15 Uhr. Ich bitte diejenigen, die noch hier sind, zu bleiben. Wir haben noch viele Redner und wir haben auch noch Musik. Wir haben eine tolle Sängerin aus Deutschland mitgebracht, die auch bei uns in Bregenz gesungen hat, bei der Vier-Länder-Demo Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Und jetzt möchte ich den Redner einladen zu sprechen, der eigentlich als erster drankommen hätte sollen, wenn das Programm so gelaufen wäre, wie es eigentlich auch veröffentlicht war. Ich habe heute schon aufgeklärt, dass wir mitten in der Nacht um 2 Uhr noch mit unseren deutschen Querdenkern diese Abstimmung hatten, wo entschieden wurde, dass Bodo Schiffmann und Samuel Eckert und so weiter heute in einem Block sprechen, weil die sind nämlich zur Grazer Demo gewechselt. Ich musste heute wirklich buchstäblich einen Spagat schaffen, denn die Grazer Demo war schon seit längerem angemeldet, heute ab 16 Uhr. Und die Wiener Demo, die haben wir, wie schon angekündigt, heute als Notdemo installiert. Am Dienstag wurde das beschlossen. Am Dienstag wurde begonnen, PR zu machen. Und heute sind wir eben hier auf der Bühne mit vielen Teilnehmern. Leider sind viele schon gegangen, das habe ich schon kommentiert. Aber ihr müsst euch vorstellen, das war alles sehr kurzfristig. Und uns war es so wichtig, dass wir noch vor dem 9.9., wenn das Parlament wieder zusammentritt, unseren Protest äußern. Wegen dieses Änderns des Epidemiegesetzes und des Arzneimittelgesetzes. Und darum mögen es mir die Wiener Demo-Gruppen, die heute zu kurz gekommen sind, bitte entschuldigen, dass wir das Programm, so wie es eben war heute, bis hierher gestaltet haben. Und ich kann euch sagen, alle, die ihr da seid, meine Lieben, wir haben noch mehr Programm. Wir haben bis 15 Uhr Zeit. Wir haben noch tolle Redner und tolle Musik und natürlich auch noch einen Vortrag, der mir ganz besonders am Herzen liegt, der dann auch aufzeigt, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Denn wir sind nicht nur gegen etwas in der Not, sondern wir haben Visionen und die sind so konkret, dass wir versuchen, diese zu manifestieren. Und jetzt muss ich eine Durchsage machen. Es war so, wir haben gemeinsam von Bregenz aus mit Wien hier organisiert und das alles, wie ich schon mehrmals gesagt habe, sehr, sehr kurzfristig. Und ich habe jetzt begriffen, dass wir eigentlich nur bis 14 Uhr hier demonstrieren dürfen, aber die Wiener Polizei ist so toll. Sie unterstützt uns, sie telefoniert gerade, also die Beamten, die hier sind, mit der Zentrale, mit der Landespolizeidirektion und versucht, eine Verlängerung zu erwirken, damit wir mit der nächsten Demo, die für 15 Uhr anberaumt ist, nicht diese Stunde Puffer komplett einhalten müssen und hier sofort abbrechen müssen. Einen großen Dank an die Polizei, dass sie so kooperativ ist und das probiert mit ihrer Zentrale. Ich bin begeistert, dass man sich so einsetzt hier für die Sache seitens der Polizei.
Ich bekomme hier jetzt die Nachricht. Geht nicht mehr. Oh, schade. Ja. Entschuldigung, darf ich noch was fragen? Hallo. Ich würde hier von unserem Redner, der noch drauf ist, nur 2, 3 Folien mit guten Botschaften noch verlesen lassen und dann lassen wir diese Rede, die ich unterbrochen habe, ausklingen. Bitte, ja, danke. Gut, was mir sehr, sehr leid tut, ist, wir haben noch etwas, das wir weglassen müssen, nämlich wir haben einen Pianisten hier, wir haben die Katharina Roland hier, die ich sehr gerne auf der Bühne gehabt hätte. Das ist jetzt leider schiefgegangen und sie hätte heute mit uns eine Manifestation gemacht, nämlich mit Visionen, die sehr konkretisiert sind, mit schönen Bildern. Aber das will heute nicht sein. Deshalb denke ich, das nächste Mal, dass es zustande kommt. Und ich lasse jetzt den Erwin noch fertig sprechen.